Servus, ich melde mich mal wieder aus dem Büro, denn es wird jetzt wieder etwas interessanter für euch. Denn wir machen uns demnächst wieder auf den Weg, um neue Autos zu fahren, nicht nur solche, die es schon gibt. Unter anderem ist da dabei der Tiguan und der Porsche 718 Boxster. Beide Modelle sind ja doch sehr neu, also der Tiguan an sich bleibt sich gewissermaßen treu, aber hat auch so ein paar interessante Neuerungen. Und beim Porsche ist das Ganze nochmal ein bisschen höher angesetzt, denn man wechselt ja von 6-Zylinder-Boxenmotoren komplett auf 4-Zylinder-Boxenmotoren. Und da habe ich mir gedacht, da wir natürlich unseren eigenen Ansatz haben, wie wir unsere Videos machen, frage ich euch mal direkt, denn wir planen nämlich ein Video zu machen, in dem wir explizit eure Fragen zu diesen beiden Modellen beantworten werden. Dementsprechend, falls ihr die Antworten dann einfach in die Kommentare haut, dann haben wir die und können die sammeln. Wir werden sie dann nicht in den Kommentaren direkt beantworten, sondern natürlich dann vor Ort und dementsprechend, falls es Fragen direkt am Auto zu klären gibt, auch die direkt am Auto zu zeigen. Also gerne Fragen zum Tiguan und zum neuen 718 Boxster einfach gesammelt hier in die Kommentare rein. Was es auch sei, wir versuchen es zu beantworten und wenn es uns ein Ingenieur beantworten muss, dann werden wir den auch direkt fragen. Dementsprechend einfach alles, was euch in den Sinn kommt, in die Kommentare und wir werden uns darum bemühen, die zu beantworten. Ja, und dann würden wir uns wahrscheinlich auch in diesem Video sehen, beziehungsweise im Tiguan und Boxer-Video. Bis dann!